bist der? Tom. Tom, ich bin der Christopher. Moinsen. Ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass das geschriebene Wort eine Waffe sein kann oder dass man damit viel anstellen kann. Und damit machen wir ein kleines Experiment mit dem Tommy. Pass auf. Mit zwei Wörtern, und zwar einmal mit dem Wort stark und einmal mit dem Wort schwach. Wir fangen an mit dem Wort stark. Guckst es an und konzentrierst nur auf dieses Wort und verinnerlichst dieses Wort. Mhm. Wir probieren was aus. Stell dich mal parallel zur Kamera hin und streck mal diesen Arm aus, parallel zum Boden. Ja? Ich versuche jetzt gleich mit beiden Armen deinen Arm runterzudrücken, mit voller Kraft. Versuch mir zu widerstehen. Versuch deinen Arm oben zu lassen, mit voller Kraft, okay? Okay? Ich kann es bestätigen, ich habe wirklich mit Kraft versucht, richtig? Ich habe nicht so getan, das war wirklich echt. Guck dir das Wort schwach bitte an, Sebastian. Okay. Fokussiere dich jetzt auf das Wort schwach. Mhm. Das Wort schwach. Ich nehme nochmal stark, fokussiere dich wieder drauf. Mach mal so eine Schale nach außen mit deiner Hand. Perfekt. Ich versuche dich jetzt umzustoßen mit meinen beiden Händen. Ich drück wirklich fester, ne? Konzentriere dich wieder auf das Wort schwach. Schau's an, schau's an. Versuch's nochmal. Oh. Das Wort schwach. Nimm den Zettel mal selber in die Hand. Guck dir das Wort an. Konzentriere dich drauf. Und wenn ich mit dem Finger schnippe, zerreißt du das Papier. Einfach ein, zweimal durch. Das war jetzt. Probier's. Nimm das Wort stark in die Hand, nur festhalten und reiß es durch. Stark, stark, stark.